Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock. Zuletzt haben wir eine unfassbare Niederlage kassieren müssen. 2:7 in der Liga gegen den VfL Wolfsburg. Und heute geht's im DFB-Pokal. Ich glaube, das erste Mal so richtig los, oder? Ich glaube, DFB-Pokal mussten wir bisher noch gar nicht spielen, weil man als Erstligist in der zweiten Runde einsteigt. Und diese startet, oder diese beginnt hier, wie auch immer, gegen TSG Hoffenheim. Gegen die werden wir auch direkt im Ligaspiel danach antreten müssen. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Aber gut, wir müssen sowieso jetzt erstmal schauen, wie wir hier auflaufen. Ich benutze mal so eine halbe B11. Ja, irgendwie so. Wir müssen die Leute ein bisschen fit halten. Englische Wochen sind ganz, ganz neu für uns. Von daher, ja, müssen wir eben so agieren. Und ich habe es beim letzten Mal ja schon überlegt, ob man nicht vielleicht den DFB-Pokal einfach, ja, hinten runterfallen lässt, sich auf die Liga konzentriert, da also, ja, auf den Klassenerhalt fokussiert. Und dann eben einfach den Traum in der Euroleague parallel weiterspielt. Oder weiterlaufen lässt. Und denn ganz ehrlich, den DFB-Pokal haben wir in der letzten Saison gewonnen. Und ich rechne mit diesem straffen Terminkalender aktuell nicht wirklich damit, dass wir lange bestehen können. Und das würde uns wahrscheinlich mehr Kraft kosten, als wir wirklich Erfolg am Ende rausziehen. Denn man darf nicht vergessen, jedes Spiel bedeutet natürlich auch eine Gefahr, dass sich wichtige Spieler verletzen, so wie hier bei dieser Aktion. Rote Karte! Die erste Aktion des Spiels ist eine rote Karte gegen Bogarde. Oder Bogarde? Nach dieser Grätsche, nach dem Foul an Deshaun Reedon. Und jetzt haben wir direkt die Möglichkeit. Dritte Minute mit diesem Freistoß was auszurichten. Oh, gar nicht mal so verkehrt. Philipp im Kasten, der TSG. Hält den Ball aber fest. Und jetzt sieht man irgendwie doch so eine Chance, ne? Ante Rebic spielt auf jeden Fall. Da wurde ja gemutmaßt, wird er sein Debüt feiern und so weiter und so fort. Bart, 1:0. Ja, und so schnell kann es dann gehen, ne? Siebte Minute, 1:0 für die TSG, die einen Mann zurück sind. Aber wir legen auch den Ball perfekt auf nochmal hier. Charlie Wiggett. Ich finde, der sollte eine Torvorlage bekommen. 1:0 durch Bart. In der siebten Minute sogar. Hatte ich gesagt siebte Minute, oder? Ich hoffe. Also vorher. Egal. Gut, wir gehen direkt in den Angriff. Über Brav. Der dann nochmal zurückzieht. Und dann haben wir die Chance. Über Reedon. Philipp wieder mit einer Glanztat. Und jetzt die Ecke ausgeführt von Momo Sissé. Ach komm. Wir könnten es natürlich auch darauf anlegen und die Hoffenheimer so ein bisschen auspowern, damit sie für die Liga ein bisschen angeschlagener sind, sag ich mal. Allen, gute Aktion für, von ihm hier. Batista Meier kommt da nicht dran und Otto haut das Ding da hinten raus. Hoffenheim versucht sie zu beruhigen und ich glaube, jetzt hat es auch eventuell funktioniert. Und da hat man es gerade gesehen. Verletzung scheinbar bei Batista Meier. Jetzt aber erstmal das 1:1 durch Reedon.
Und wir gucken mal drauf. Ja, Batista Meier ist angeschlagen. Genau das, was ich angesprochen hatte. Da muss Duomo jetzt sofort rein. Da will ich nicht unbedingt, dass er das rauslaufen muss. Ja, Deshaun Reedon. Und hier sieht man, Batista Meier geht runter. Duomo kommt drauf. Und ich hoffe, dass es bei Batista Meier nicht allzu schlimm ist. Dass er uns vielleicht nur ein oder zwei Tage fehlt. Aber fürs Ligaspiel dann wieder fit ist, wäre sehr wichtig. Adamian. Brav verteidigt da so ein bisschen mit. Und dann ist das Abseits, finde ich, sehr gut. Dankeschön. So, weiter Schlag von Unbehauen. Reedon. Und dann ist es Momo Sissé an der Stelle. Ach, schade. Eduardo. Otto. Eduardo. Sehr gut. Bart. Stiller und Rebic. Ja, Ante Rebic, immer gefährlich. Wir kennen ihn ja noch aus Frankfurter Zeiten, bis er dann zum AC Mailand gewechselt ist. Im Tausch damals ja für André Silva. Oh, komm schon. Fakt ist, ich gehe hier nicht in die Verlängerung. Das will ich mir nicht antun. Beziehungsweise den Jungs. Also entweder haue ich mir ein Eigentor rein, oder wir gewinnen es doch. Oder Hoffenheim nimmt uns doch noch auseinander. Obwohl sie ein Mann mehr sind. Glück gehabt hier. Beziehungsweise gute Parade von Unbehauen. Und dann Glück gehabt, dass der Ball keinem so richtig vor die Füße springt. Rebic. Und es gibt die Ecke. Riskante Grätsche. Ging aber gut, von daher werde ich jetzt mal nicht rummeckern. Und Eckball wird ausgeführt von Stiller. Und dann geklärt von Vandenberg. Und nochmal geklärt von Brav. Bart. Bebic. Godot dazwischen. Und jetzt Cissé. Hat eine gute Idee und Brav kommt auch an den Ball. Zieht nach innen. Versucht es zumindest. Rosier. Holt sich den Ball selber und geht damit nach vorne. Ach komm schon. Alter. Das gibt nur eine Unterhaltung. Glück gehabt. Reedon. Oh, stark. Geht am ersten Mann vorbei. Wird jetzt hier von zweien verfolgt. Einer noch in der Mitte. Und Philipp vor ihm. Er legt ihn nochmal ab. Und Godot trifft nicht, weil Philipp mit den Reflexen ganz schnell am Boden ist. Beziehungsweise weil Philipp mit schnellen Reflexen am Boden ist. Ist ja auch egal. Er ist schnell am Boden und hält den Ball fest. Rebic. Oh, Aydin blockt ihn da gut weg. Und klärt den Ball genau vor Adamian. Der ihn dann netterweise wieder zu Unbehauen schiebt. Ja, warum habe ich das Gefühl, dass es in der Liga anders aussehen wird? Und wir deutlich mehr Probleme haben werden. Allen, sehr gut, Godin. Und Brav mit dem 2-1. Kurz vor der Pause macht er nochmal sein Tor.
Und da waren sehr viele dran beteiligt. Allen, Godin, Dwomo und dann eben Jaden Brav mit seinem schwachen linken Fuß, der in dieser Szene gar nicht mal so schwach aussieht. Aber wir sehen das Tor eben nicht. Also diese Tordrehung im Ostseestadion bringt, also im neuen Ostseestadion bringt einfach mal gar nichts. Zumindest nicht aus dieser Perspektive. Manchmal dreht die Kamera ja auch andersrum, da wäre es natürlich angebracht. Oder da würde es dann natürlich passen. Aber gut, ja. Und mit einem 2:1 geht es dann in die Pausen, in die Kabinen, in die Pause, so rum. Und wir schauen mal, ob wir noch Parallelspiele haben und wenn ja, wie es da steht. Wir haben Stuttgart-Köln 1:1, TSV 1860 München gegen Regensburg 0:0, Wolfsburg-Kiel 2:1 und Halle-Leverkusen 0:0. Sehr stark, hier führt der Gastgeber mit 2:1 und so geht es auch in die zweite Halbzeit. Wir wechseln nicht. Mal schauen, ob Hoffmann das getan hat. Und Allen macht ein ganz gutes Spiel, muss man sagen, ne? Fällt zumindest nicht negativ auf, das ist schon einiges wert. Und wir holen uns die Ecke. Die jetzt reingebracht wird von Godin. Und da ist einfach gar keiner. Allen. Versucht's mal selber. Strammer Schuss. Ein bisschen zu zentral auf den Keeper. Und wieder Allen. Dwomo. Stiller. Bart. Stiller. Sehr gut. Wiggett ist so gut wie durch. Die Flanke kommt. Ah, waren viele in der Mitte. Sissé. Ah, das ist wieder Dwomo. Und der versucht's einfach mal. Leider ein bisschen ungenau und deswegen der Ball weit am Kasten vorbei. 7 Pässe hat er den Mann gebracht. Von 7. Das ist ganz gut. Und Madi kommt bei Hoffenheim. Dafür rausgegangen ist Yigit. Also Kamera für Yigit. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wer Yigit ist. Den Namen habe ich vorher noch nicht gelesen. Und hier geht's direkt über die linke Außenbahn nach vorne. Ohne das Bremspedal. Und dann ist Umbauen da. Sehr gut. Da kommt Godin noch dran. Ist nicht schnell genug, kann sich aber dann im Zweikampf durchsetzen. Godin. Sissé ist durch, sehr gut. Und sehr stark gespielt, Reiden. Mit der Möglichkeit, Philipp zur Stelle. Und wir werden mal ein bisschen durchwechseln. Wen können wir denn bringen? Ich würde sagen, Gechter kann rein für Spatz. Webster übernimmt für Reiden und ansonsten warten wir erstmal ab, was hier noch auf dem Feld so passiert. Und da ist sofort das 3:1 durch den frisch eingewechselten Linus Gechter. 3:1 also. Und es sieht so aus, als wenn wir hier doch weiterkommen könnten. Gute Kopfballtechnik. Setzt sich auch stark durch, lässt Philipp gar keine Chance hier. Und der Ball schlägt ein zum
3:1. Ich würde jetzt mal sagen, der Trainer hat ein goldenes Händchen bewiesen. Adamian. Und Eduardo, da ist dann Unbehauen wieder zur Stelle. Rosier. Stiller. Bebic. Stiller. Und Adamian. Scheint ein abgefälschter Ball gewesen zu sein. Und jetzt gibt es nochmal den Wechsel. Rebic geht runter und für ihn kommt McNeil. Ach komm schon, Bart. Otto. Sehr gut abgewehrt. Duomo. Ja, und das ist Allen, der Jugendspieler. Ja, unüberlegter Abschluss. Aber er zeigt sich, ne? Er zeigt, dass er Bock hat. Dass er in der Lage ist, auch hier das Mittelfeld von uns zu tragen. Adamian. Beziehungsweise, dass er bereit ist, das zu wollen. So, das, ihr versteht schon. Cissé. Ah, sehr gut. Gächter auf Aydin und der schickt dann einmal Cissé, der die Flanke bringt. Und Webster. Auch der hat ja schon mal ein starkes Kopfballtor erzielt. Ich glaube sogar in dieser Saison, ehrlich gesagt. Bin aber gerade unsicher, ob es das Spiel gegen Gladbach war. Auf jeden Fall, ja, sehr starkes Kopfballtor von ihm. Und es muss diese Saison gewesen sein, weil die Flanke von Brav kam. Und hier Vandenberg stark dazwischen gegangen. Gächter. Cissé direkt auf Webster und der führt Duomo. Der dann in den 16er reinsticht. Wieder Webster. Mason Webster. Allen, schade. Aber wie gesagt, der Junge gefällt mir. Hat ein paar schöne Aktionen. Bis hierhin. Vandenberg hält da einfach mal das Bein rein. Adamian. Stiller. McNeil. Eduardo. 2:3. Da machen sie es nochmal spannend. Ja, und Eduardo weiß nicht so ganz, wo er hin soll. Aber auch stark gespielt. Ozone Eduardo. Eduard. Entschuldigung, wie komme ich ganz auf Eduardo? Auf jeden Fall das 2:3. Webster. Tanzt sich da einmal durch. Beziehungsweise tankt sich da durch. Und das war ein Abschluss. Das war eigentlich ein Schuss. Rosier. Oh, wird nochmal von Duomo gefällt. Und der sieht gelb. Der sieht gelb. Aber verstehe ich, taktisches Foul. Als das könnte man es hier verstehen, denn das Spiel ist eigentlich durch jetzt. Ball ist in der Luft. Und jetzt ist vorbei. 2:3 verliert Hoffenheim und wir
ziehen tatsächlich in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Hat's doch noch funktioniert. Und wir überlegen uns einfach mal, ob wir im nächsten Spiel dann aufgeben. Hat natürlich viel dazu beigetragen, dass Hoffenheim hier schon in der dritten Minute mit einem Mann in Rückstand geraten ist. Direkt rote Karte. Dann zwar die Führung, aber war auch nur kurz anhaltend. Und ansonsten gewinnt Köln gegen Stuttgart, Wolfsburg gegen Kiel und Leverkusen gewinnt noch gegen Halle 3:0. 1860, ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen Regensburg war das, ne? Da stand es noch 0:0. Die gehen also in die Verlängerung. Und Reeden erzielt erstes Saisontor. Also die Jungs zeigen sich langsam. Und wir haben ein bisschen Post bekommen. Nürnberg immer noch ohne Punkte, ey, krass. So, aufgrund ihrer Leistung, 274.000 ist jetzt nicht viel. Leider. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursierten, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte Sie bitten, mir noch einmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Junge, ich gebe dir eine Chance. Hoffentlich bist du der Aufgabe gewachsen. Also, ich habe echt keine Ahnung, warum du jetzt Angst um deine Position haben solltest, ehrlich gesagt. Aber gut. So. Linker Verteidiger, rechter Verteidiger, Innenverteidiger. Der Junge ist komplett für alles hier zu haben. Komm, nehmen wir ihn mit. Monk. Ja, den gebe ich mal frei, der ist 17. Peter Holloway. Ich kann mich jetzt aber auch nicht nur mit Verteidigern vollpumpen, das ist das Problem. Ihr seid alle 17, ihr könnt gehen. So, du kannst bis zu einer 88 hochgehen, Herr Kovalik. Arthur Kovalik ist aber auch erst 15. Den können wir noch nicht befördern, leider. Dylan Thomas. Sieht auch vielversprechend aus, ne? Nehmen wir mal mit. Ja, und vielleicht kommen die Jugendspieler ja auch schon zum Einsatz im nächsten Ligaspiel, denn da geht es dann gegen die TSG, erneut gegen die TSG. Die kann eigentlich direkt in Rostock übernachten, ehrlich gesagt. Denn 3 Tage später sind wir jetzt, glaube ich, ne? Müsste, glaube ich, jetzt so sein. Ja, Trainer des Monats. 3 Spiele, 3-mal verloren, aber Trainer des Monats. Ich nehme den Preis gerne an. Also, wenn man mich so sieht, gerne. Hat bestimmt ein bisschen was mit dem Europa-League-Spiel zu tun, was eigentlich für die Bundesliga überhaupt nicht zählen dürfte. Aber na gut, freue ich mich drüber und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.